Hallo und herzlich willkommen zum Goldfuß am Abend Podcast. Heute auch wieder mit mir und dem René. Hi. Heute wollen wir uns in der Folge etwas mit Bürgerwissenschaftlern beschäftigen. Der Begriff Wissenschaftler ist ja inzwischen, sollte ja inzwischen klar sein. Die Wissenschaftler, die in ihren Laboren sitzen und ihre Forschungsobjekte analysieren. Jetzt ist aber die Frage, was ist ein Bürgerwissenschaftler? Das ist ja zunächst mal ein sehr seltsamer Begriff. Ist das ein Bürgermeister an der Uni oder was kann ich mir darunter vorstellen, René? Der Begriff Bürgerwissenschaftler ist, glaube ich, gar nicht allzu alt. Meistens kennt man das Prinzip unter dem englischen Begriff Citizen Science. Das ist, wenn im Prinzip, also Wikipedia nennt es Laien, Anführungszeichen Laien, wobei ich halt immer ein bisschen gegen diesen Ausdruck bin. Das sind im Prinzip Personen, die sich dann im Prinzip mit einer Wissenschaft befassen, mit der sie direkt in ihrem Studium oder ihrer sonstigen Karriere nicht viel zu tun haben, sondern es vielleicht eher aus Leidenschaft tun oder aus einfach großem Interesse. So würde ich es zumindest als angehender Wissenschaftler definieren. Okay, aber jetzt stellt sich mir zum Beispiel die Frage, ich habe nämlich mal an einer Ausgrabung teilgenommen und als ich noch gerade noch in meinem Bachelorstudium und da war es dann auch so, dass man später die freiwilligen Teilnehmer auch als Bürgerwissenschaftler bezeichnet hat. Da stellt sich mir dann die Frage, bin ich auch ein Bürgerwissenschaftler und wer überhaupt kann Bürgerwissenschaftler sein? Kann das jeder sein? Im Prinzip kann jeder ein Bürgerwissenschaftler sein. Das ist ja das Tolle an der Wissenschaft. Jeder kann mitwirken und auch seinen großen Beitrag leisten. Allerdings gab es dann immer die große Problematik, einfach einen Ausdruck dafür zu finden. Für Menschen, die jetzt nicht, wie gesagt, unbedingt das Ganze studiert haben oder noch nicht so weit sind, aber sich trotzdem sehr mit dem Fachbereich auseinandergesetzt haben. Gerade wenn du jetzt auch auf Ausgrabungen guckst, dann sind viele Leute dabei, die zum Beispiel regional sich sehr für die Grabungsstelle interessieren und auch für die Fossilien unter anderem und dann einfach mitwirken wollen, obwohl ihr Berufsweg nicht unbedingt der eines Paläontologen oder Biologen sein sollte, zum Beispiel. Hast du ja den Berufsweg angesprochen. Nehmen wir mal an, wir hätten einen Schuhverkäufer, der sich für Paläontologie interessiert. Wie kann aus diesem jetzt ein Bürgerwissenschaftler werden? Wie kommt er an das Wissen? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn er halt der Schuhverkäufer abends nach dem Ladenschluss zum Beispiel eine Dinosaurier-Dokumentation anguckt und sich denkt, ja, ich sollte mich mal ein bisschen damit auseinandersetzen, dann könnte er auf jeden Fall hingehen, sich Literatur dafür besorgen, er könnte fachwissenschaftliches Medienwissen aneignen in Form von Hörbeiträgen, Videos und anderen Dingen. Er könnte sich aber auch einfach mit Bekannten auseinandersetzen, die vielleicht in diesem Bereich tätig sind. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um als angehender Bürgerwissenschaftler an das Wissen ranzukommen. Und deswegen ist es auch toll, dass wir mittlerweile die Möglichkeit haben, etwas zu publizieren, was halt für jeden öffentlich zugänglich ist, das sich dann als Open Access bezeichnet. Bieten denn auch Universitäten solche unterstützenden Angebote an? Das auf jeden Fall. Ich werde gleich wahrscheinlich ein Beispiel nennen von einer netten Familie, die zum Beispiel sich auch in Bonn einige Vorträge angehört hat. Diese wurden dann einfach dazu eingeladen, im Prinzip sich diese anzuhören und dadurch ist einfach die Begeisterung dann stetig gewachsen und die Resultate waren dann die, die ich dann später auch erzählen werde, dass man sich viel intensiver damit befasst. Grundsätzlich ist immer die Möglichkeit gegeben, sich sehr leicht damit auseinanderzusetzen und es gibt auch mittlerweile einige nette Projekte, wie zum Beispiel das LVR-Projekt, was wir momentan haben, an der Stelle keine Werbung, die sich damit befassen, im Grunde genommen jungen Menschen diese Wissenschaften ans Herz zu legen und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Genau, da haben wir auch schon in der letzten Folge für diejenigen, die sie angehört haben wir auch schon über Museen und Arbeit in Museen geredet. Und auch da sind wir darauf gekommen, dass man schon früh anfängt, oder wir versuchen früh anzufangen, unser Wissen weiterzugeben, um eben Interesse zu wecken, sodass wir eventuell Bürgerwissenschaftler ausbilden, wenn auch indirekt. Aber es gibt eben auch, wie du gesagt hast, direkte Angebote von den Universitäten. Gut, dann ist jetzt natürlich die Frage, was hat der Bürgerwissenschaftler eigentlich davon, dass er den Wissenschaftlern hilft bei der Arbeit? An erster Stelle hoffentlich der Spaß natürlich. Wenn man zum Beispiel daran Spaß hat, einfach in einer Turmgrube ausgraben zu gehen, in der man dann hoffentlich ein paar Wirbelknochen von einem marinen Reptil vielleicht findet, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Natürlich kann man sich auch einfach nur einen Namen unter den Wissenschaftlern machen. Und dieser Name kann dann zum Beispiel in Form einer Widmung, in einer Publikation oder in dem Artnamen eines bestimmten Lebewesens wiederfinden lassen. Ein Beispiel dafür wäre der Plesiosaurier namens Reticosaurus mertensi, benannt nach Michael Mertens, der in Bonenburg einen Plesiosaurier finden konnte und dann auch von uns untersucht und beschrieben worden ist. Natürlich dann mit der Namenswidmung. Aber ich denke, es sollte immer der Spaß und die Freude an dem Ganzen im Vordergrund stehen.
Gut, wir haben jetzt darüber geredet, dass der Spaß bei den Bürgerwissenschaftlern im Vordergrund steht. Nun ist es ja so, dass wir extra einen Begriff für solche Leute eingeführt haben. Und der Begriff kam, denke ich mal, aus der Wissenschaft heraus. Also will die Wissenschaft solche Leute auch haben. Die Frage ist, warum braucht die Wissenschaft Bürgerwissenschaftler? Ich denke, der Hauptgrund ist der, dass ein Bürgerwissenschaftler andere Erfahrungen sammelt als ein normaler Paläontologe. Der Bürgerwissenschaftler, der sich zum Beispiel mit regionalen Fossillagerstätten beschäftigt, ab und zu mal vielleicht dort auch spazieren geht oder einfach mal ein paar Bekannten diese Stelle zeigt, wird vermutlich mehr Zeit und viel mehr Interesse an einer einzelnen Lokalität investieren als ein Paläontologe. Wir als Paläontologen haben leider das Problem, dass wir viele, viele Projekte gleichzeitig laufen haben können, die dann zwar weltweit sind, aber leider ab und zu auch mal den Fokus verlieren auf solch kleine nette Lokalitäten wie zum Beispiel Bodenburg. Da haben wir dann den Vorteil des Bürgerwissenschaftlers, dass er dort, wo er natürlich dann beheimatet ist, viel mehr Erfahrung mitbringen kann und auch manchmal auch jungen Studenten erklären kann, wie was da funktioniert und welche Geologie dort ansteht zum Beispiel. Hierzu hätte ich sogar ein Beispiel. Ich hatte ja erwähnt, dass ich ja mal an einer Grabung mitgewirkt habe. Und tatsächlich ist die Grabung im Allgäu in der Tongrube Hammerschmiede, auch hier bitte keine Schleichwerbung, tatsächlich wurde diese Grube auch von einem Bürgerwissenschaftler, wenn man ihn so nennen darf, erstmals entdeckt und nur dadurch überhaupt der Wissenschaft bekannt. Und inzwischen ist sie eine der wirklich führenden Fundstellen in Deutschland, wenn es um Säugetiere aus dieser Zeit geht. Also man kann wirklich sehen, dass es auch Bürgerwissenschaftler manchmal den Anstoß überhaupt geben, an einer Fundstelle zu graben. Okay, jetzt haben wir schon sehr viel über alle Aspekte des Seins von Bürgerwissenschaftlern diskutiert. Jetzt stellt sich noch eine letzte Frage, finde ich, bevor wir weitergehen, nämlich, ist ein Bürgerwissenschaftler immer auf sich allein gestellt? Weil ich stelle mir da jetzt so einen Indiana-Jones-Typ von Mensch vor oder gibt es da auch andere Alternativen oder beziehungsweise Wege, wie sich Bürgerwissenschaftler untereinander absprechen können? Eine sehr berechtigte Frage. Ich glaube tatsächlich, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Die konservativste, würde ich mal jetzt sagen, ist zum Beispiel eine Bildung eines Vereins. Ein Beispiel, was ich zum Beispiel hier in Form eines Flyers habe, auch an dieser Stelle wieder keine Schleichwerbung, ist das Flyer des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und Westfalens e.V. Das ist ein Verein, der vor über 170 Jahren gegründet worden ist und im Prinzip eine große Vereinigung aus Wissenschaftlern und Bürgerwissenschaftlern ist. Das heißt, man hat schon recht früh angefangen, ein großes Netzwerk für viele, viele Interessenten zu bilden, damit sie sich untereinander austauschen können. Eine etwas modernere Alternative wäre zum Beispiel Steinkern, wo sich sowohl Wissenschaftler als auch Interessenten, wie auch Bürgerwissenschaftler und manchmal auch Fossilienhändler austauschen können, was sie neuerdings gefunden haben, wie die neuen Rechtslagen sind, was in heutiger Zeit extrem wichtig ist und was es für Neuigkeiten generell gibt. Der Vorteil dieser digitalen Zeit ist einfach, man kann sich viel leichter und viel effizienter austauschen. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass Vereine zum Beispiel auch den Vorteil haben, dass man sich einmal im Jahr wirklich trifft und auch Personen nochmal sehen kann. Gerade in den Umständen der derzeitigen Pandemie oder zum Zeitpunkt der Aufnahme der Pandemie ist es ein sehr erfreulicher Aspekt. Ja, also gerade hattest du Steinkern erwähnt. Also zum Beispiel für mich ist gerade auch, wenn wir aus der wissenschaftlichen Seite heraus denken, ich persönlich schaue auch regelmäßig dort hinein, wenn ich nach Vergleichsfossilien suche, weil diese Leute eben ihr Wissen teilen, genauso wie es Wissenschaftler eigentlich auch tun sollten immer, sodass man einen Zugriff auf dieses Material hat und eben gerade wie du gesagt hast, digital ist in der heutigen Zeit wirklich immer noch das Beste, gerade jetzt auch. Nun aber genug zur Einleitung, würde ich sagen. Jetzt sollten wir uns mal anschauen, welche Bürgerwissenschaftler eigentlich für uns relevant sind, gerade für das Goldfußmuseum. Da überlasse ich dir jetzt ein bisschen die Bühne, René, dann kannst du ein bisschen vorstellen, welche Bürgerwissenschaftler hier denn von Bedeutung waren. Da gibt es einige Beispiele. Ich würde gerne, weil wir eine interessante Sonderausstellung haben zum Zeitpunkt der Aufnahme, würde ich gerne etwas modernere Beispiele nehmen. Ich denke, es wird durchaus etliche Beispiele von Bürgerwissenschaftlern geben, die halt schon zu Goldfußzeiten einen großen Beitrag geleistet haben. Es gibt bei uns aber derzeit eine kleine Sonderausstellung mit dem Titel Nacktfarne und Mammutbäume. Bürgerwissenschaftler zeigen ihre rheinischen Pflanzenfossilien. In diesem Titel steckt schon bereits ein bisschen drin, was wir schon besprochen haben. Einerseits lokale Fossilien, das heißt aus der Umgebung vom Goldfußmuseum und ich nehme an auch aus der Region, in dem die Bürgerwissenschaftler leben, aber auch im Prinzip der Kontext, was für Material wir dort vorliegen haben. Die Sonderausstellung hat schon einige besondere Personen dargestellt und auch ihre besonders schönen Fossilien. Ich würde aber gerne mit einem Beispiel beginnen, was nicht nur unbedingt für die Sonderausstellung sehr relevant ist, sondern auch uns als Goldfußmuseum stark geprägt hat. Und das ist die Familie Gossmann. Und jetzt öffne ich kurz meinen kleinen Informationszettel, denn ich war neulich im Museum und habe mir ein paar Notizen aufgeschrieben. Also, Familie Gossmann. Bestehend aus den Eheleuten Rolf und Anne Gossmann und den Kindern Katrin, Viola und Rolf Junior.
Wie ich schon bereits am Anfang erwähnt habe, die Familie Gossmann hat regelmäßig Vorträge in Bonn besucht. Rolf Gossmann, ein Journalist und auch tätig im Bundesministerium, Anne Gossmann, gelernte Erzieherin und Kindergärtnerin, haben sich also sehr dafür interessiert, was zum Beispiel in ihrem lokalen Umfeld an Fossilien zu finden ist. Rolf Gossmann hat dann in dieser Zeit, besonders auch in den 1960er Jahren, extrem viele Fossilien aus der Umgebung gesammelt. Anne Gossmann hatte dann mit Hilfe ihrer Kenntnisse, die sich angeeignet hat in der Präparation, ihrem Mann dann bei der Aufbereitung von Fossilien unterstützt. Und das in einem so hohen Grade, dass sie irgendwann dank ihrer Erfahrungen sogar eine Stelle als Präparatorin für Mikrofossilien im Goldfußmuseum bekommen hat. Das heißt also, nochmal am Rande vermerkt, ihr als Bürgerwissenschaftler habt natürlich immer wieder die Gelegenheit, dann auch wirklich direkt wissenschaftliche Arbeit zu leisten und auch dann in Instituten zu arbeiten. Ein sehr wundervolles Beispiel, was Anne Gossmann da gerne repräsentiert. Aber warum erwähne ich eigentlich die Familie Gossmann? Nun ja, die Sammlung der Familie Gossmann umfasst mehr als 30.000 Fossilien. Der Großteil davon ist bei uns in Bonn unterwegs. Gut, bei 30.000 Fossilien ist es natürlich schwer, etwas komplett auszustellen. Der Großteil der Sammlung ist wahrscheinlich in einem gut angelegten Inventar. Aber die Fossilien sind nicht nur aus dem Devon, wie zum Beispiel dem Rheinischen Schiefergebirge oder vielleicht der Eifel, sondern auch aus dem Karbon, dem Zeitalter der Kohle, der Rieseninsekten und Riesenbäume, auch aus der Kreidezeit von Hannover und dem Tertiär. Allein die Bandbreite von Fossilien, die einfach möglich ist, weil man 30.000 Fossilien hat, ist groß. Wir haben zum Beispiel viele Echinodermaten, die waren auch in einer Sonderausstellung drin. Wir haben andere Invertebraten, wir haben viele Pflanzenfossilien. Logisch, wenn man sie halt in der Sonderausstellung zeigen will. Unter anderem auch ein Taxon namens Devonophyllum universalis. Mir konnte leider noch nicht so ganz jemand erklären, was die Bedeutung dieses Taxon ist. Aber mir wurde von Kollegen gesagt, dass das extrem wichtig ist. Interessanterweise haben wir dazu einen kleinen Link unten mit einem Beitrag zu Familie Gossmann. Also falls ihr euch mal ein bisschen dazu anlesen wollt und nicht unbedingt auf meine Stimme hören möchtet, das ist eine Alternative. Vielleicht noch ein kurzer Funfact. Wir haben nicht nur Fossilien von der Familie Gossmann da, sondern auch einen Sammlungsschrank, wo die Fossilien eingelagert worden sind, der halt von der Sammlung Gossmann dann abgegeben worden ist. Das ist eine Sonderanfertigung, die ca. 132 Schubladen umfasst. In diesen 132 Schubladen sind dann zweimal DIN A4 Bleiplatten drin, damit halt im Prinzip diese Schubladen eine Stabilität bekommen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass eine Schublade dann ca. 16 Kilogramm wiegen kann und bei 132 Schubladen dadurch ein Gewicht von ca. 2 Tonnen entsteht, dann können wir uns ausmalen, was nicht nur die Zahl, sondern auch das Gewicht von einer so großen Sammlung bedeuten kann. Passend dazu hatten wir demnächst diskutiert, was eigentlich ein Museum für ein Museum sein könnte. Und wenn wir so einen Fossilienschrank ausstellen, könnte das schon eine gute Anlehnung an die Folge 4 sein. Ja, also du hattest natürlich jetzt schon das beste Beispiel, das wir für das Goldfußmuseum nennen können, erwähnen, das ist die Familie Gossmann. Aber es gibt auch noch eine weitere Familie, die wichtig war, nämlich die Familie Repskes. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mit den Eheleuten Wolfgang und Christel, ein Ehepaar von einem Industrieangestellten und einer Krankenschwester, sowie natürlich ihrem Sohn Rainer. Sie sind ebenfalls bürgerwissenschaftlich aktiv gewesen in der Eifel und haben auch verschiedene Auszeichnungen dafür erhalten, für das, was sie sich eingesetzt haben. Auch bei ihnen ist es so, dass wir in der Sammlung hauptsächlich Pflanzenfossilien aus der Eifel, aus dem Devon haben. Sie haben aber auch Tierfossilien mitgebracht, die wir auch in der Sammlung haben. Und ein Teil davon ist im Goldfußmuseum, aber wir haben auch, einiges wurde ins Museum Devonium. Ich weiß nicht genau, wo das liegt, das müsstest du mir kurz erklären. Das liegt in der Ortschaft Wachsweiler, wo es tatsächlich auch einen Steinbruch namens Steinbruch Köppen gibt. Und dort hat sich, glaube ich, deren Sammlung auch ein bisschen konzentriert. Also ist es so, dass die ihre Sammlung tatsächlich in der Heimat gelassen haben und dann nur einen Teil davon zum Beispiel jetzt nach Bonn gegeben haben. Das ist auch schön. Auch hier haben wir wieder ein paar interessante Taxa, die wir nennen können. Zum Beispiel einige Holotypen wie Sardonia, Zosterophyllum, Kulpenia oder Drepanophycus. Alles verschiedene Pflanzen, die wir aus dem Devon von der Eifel durch die Familie Repskes erhalten haben. Du sagtest ja gerade Auszeichnungen. Wir hatten ja gerade noch mal ein bisschen über diese Auszeichnungsmöglichkeiten gesprochen. Ich glaube, bei der Familie Gossmann gibt es auch gute Beispiele für Auszeichnungen. Also nochmal als Vermerk, wer Ruhm sucht, kann sie auch gerne in Form von Medaillen bekommen. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte Zittelmedaille, ausgehändigt von der Paläontologischen Gesellschaft und der Rheinlandtaler des LVR. Also man kann natürlich dies auch auszeichnen lassen, wie bei einem guten Fußballverein. Ich nehme mir heraus und setze ein Beispiel noch für einen Bürgerwissenschaftler, der auch in der Gegend von Wachsweiler unterwegs war. Zu dem ich auch eine kleine Anekdote habe, und zwar ist es Wilfried Meinbrock. Vom Beruf her Landschaftsgärtner.
Nun gut, man könnte jetzt sagen, er könnte jetzt die Fossilien, die er hat, einfach in seinem Garten verarbeiten. Das Interessante ist halt, dass er sich ebenfalls, wie gesagt, in Wachsweiler rumgetrieben hat und auch Exkursionen anbietet. Ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Bachelor-Studienphase an einer Eifel-Exkursion teilgenommen habe, wo er auch dabei war. Gerade in den Steinbruch Köppen hat er auch vieles erklären können. Und das ist eigentlich auch interessant, gerade weil wir ja nochmal diesen Lernaspekt haben wollen. Nicht nur unbedingt an jeden Menschen, sondern auch mal manchmal explizit an Studenten. Und er hat auch viel Pflanzenfossilien geborgen, aber auch Invertebraten. Und unter anderem konnte er uns einiges über Seeskorpione erzählen. Das fand ich auch ganz interessant. Er konnte uns zum Beispiel auch Spurenfossilien von diesen Seeskorpionen zeigen. Hast du denn noch ein Beispiel da gerade? Ja, also irgendwie es scheint so, als bewegen wir uns sehr gerne in den devonischen Pflanzenfossilien. Und da hätte ich tatsächlich auch nochmal ein Beispiel, nämlich die Annemarie Hees. Sie ist landwirtschaftliche Assistentin und hat zu unserer Sammlung ebenfalls die mitteldevonisches Material, Invertebratenpflanzen, aber auch Sachen aus dem Tertiär tatsächlich, aus der Kiesgruppe Rheinbach beigetragen. Gibt es denn Beispiele vielleicht, mal so als Frage meinerseits, von Wissenschaftlern, die jetzt quasi, das ein Widerspruch zum Bürgerwissenschaftler ist, gibt es Wissenschaftler, die sich halt außerhalb ihres wissenschaftlichen Bereichs irgendwie mit Fossilien befassen bei uns? Ja, tatsächlich, zum Beispiel den Peter Gießen, ein Diplom-Geologe aus Wuppertal, der auch paläontologisch aktiv werden konnte, indem er uns mitteldevonische Pflanzen wie üblich gebracht hat, aber eigentlich erforscht er zum Beispiel Tsunami-Ablagerungen aus dem Devon, wozu er auch eine Studie rausgebracht hat. Also es gibt auch Wissenschaftler, die eine Sache erforschen und nebenbei sich zum Beispiel am Steinbruch die Fossilien mitnehmen und dann mit diesen im Privaten arbeiten. Ich glaube sogar, jetzt wo du das Beispiel nennst, ich glaube tatsächlich, dass er mit Hilfe der devonischen Pflanzenfossilien diesen Tsunami nachweisen konnte. Ich gucke mal, vielleicht können wir euch das auch mal erwähnen. Aber wir müssen überlegen, dass halt dieser Tsunami zum Beispiel bereits von vor 390 Millionen Jahren existiert hat und auch nachweisbar ist. Ein anderes Beispiel wäre, glaube ich, der Herr Christoph Bartels, ebenfalls Doktorand, und zwar als Bergbauhistoriker im Deutschen Bergbaumuseum in Bochum. Er kommt mit seiner Sammlung nicht so ganz an die von Familie Gossmann heran, lediglich nur 2000 Fossilien, die aus dem Hunsrückschiefer stammen, das heißt viel mehr näher in Bonn als in der Eifel unterwegs. Das Tolle ist halt, es sind viele Invertebraten dabei, die eine extrem gute Qualität aufweisen. Und ebenfalls das Tolle ist, gerade weil wir nochmal ein bisschen über die Auszeichnung und über den Verdienst eines Bürgerwissenschaftlers reden wollen, seine Fossilien wurden in einem Buch veröffentlicht, auch von uns in Invertebraten mitverarbeitet. Wie immer ein Link unten in der Beschreibung. Und es ist doch schön, wenn man abends bei seiner Familienfeier einmal im Jahr sagen kann, haha, ich habe ein paläontologisches Buch rausgebracht. Also für mich wäre das halt, für die anderen weiß halt nicht. Hast du noch etwas für mich als Beispiel da? Also ich will jetzt auch gar nicht noch viel weiter ins Detail gehen. Ich meine, es gibt bestimmt noch sehr viel mehr Leute, die hier mitgewirkt haben am Goldfußmuseum. Ich würde jetzt einfach nur damit abschließen, dass ich sage, wir müssen in ganz Deutschland auch mal schauen, denn wir haben uns jetzt nur auf die Region Bonn und die Eifel vor allem bezogen. Aber sicherlich gibt es bei allen Zuhörern in der Gegend einige Vereine und auch Einzelpersonen, die sich ebenfalls so engagieren. Und wenn man da mal ein bisschen nachforscht, wenn einen das interessiert, findet man bestimmt Leute, zu denen man Kontakt finden kann und mit denen man sich dann anschließen kann, um in die Szene der Bürgerwissenschaftler eventuell hineinzukommen. Wobei, das klang ein bisschen so, als würdest du mal in so eine Sekte reinschließen. Das ist nicht so dargestellt. Im Prinzip vielleicht nochmal diese kurze Take-Home-Message. Jeder Mensch kann ein Bürgerwissenschaftler werden, wenn er einfach ein bisschen Leidenschaft an dem hat, was er erforschen will. Ich glaube, das ist so die Take-Home-Message, die ich euch mitgeben wollen würde. Ich habe da auch wirklich nichts mehr hinzuzufügen und kann eigentlich nur noch auf die nächste Folge verweisen, in der wir dann wirklich anfangen, in die wissenschaftlichen Tiefen der Paläontologie an der Universität Bonn einzusteigen. Kannst du mir verraten, ungefähr was wir da besprechen? Da werden wir uns mit Gigantismus beschäftigen, also mit sehr großen Tieren in verschiedensten Tiergruppen und mal schauen, warum die so groß werden. Ah, okay. Ich frage halt nur aus Interesse und nicht, weil ich es vielleicht vergessen habe. So. Wie dem auch sei. Möchtest du auch den Abschluss machen dafür, dass du heute auch die Einleitung gemacht hast? Das überlasse ich dir. Na, sowas auch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen heute mitnehmen. Es war eine etwas kürzere Folge im Vergleich zu denen, was noch kommen wird oder was euch schon bereits erwartet hat. Ich hoffe, wir konnten auch ein paar nette Beispiele erwähnen. Wir konnten jetzt nicht alle erwähnen, weil wir sonst vermutlich eine Liste hätten, die eine gute Stunde ausfüllbar ist. Wir haben ein paar nette Beispiele rausgesucht. Wenn ihr bereits Bürgerwissenschaftler kennen solltet, schreibt sie uns bitte unten in die Kommentare, dass wir auch ein bisschen ihre Geschichte hören können oder lesen können zumindest. Und ich denke, da du ja uns die Folge schon ein bisschen verraten hast nächstes Mal,
sehen wir uns dann wieder, wenn es dann heißt, wir suchen uns ein paar Songtitel für die Wissenschaft raus, verpacken sie in einen Titel und erklären, wie das zusammenpasst. Bis dahin, macht es gut.